Zwei schöne Treffer. Kommt der dritte? Nee. Jetzt müssen wir tänzeln. Tänzeln. Na komm, komm noch. Oh, oh, oh Gott, Leute. Alter Schwede, da war ich gerade richtig angespannt. Weil er hat gut getroffen. Wirklich sehr, sehr gut. Moin Leute, wir springen direkt rein in eine brandneue Folge von Ender Games. Heute mit dem Morpher-Kit. Was das kann, werde ich euch gleich erzählen. Erstmal probieren wir uns hier was zu snacken. Drei Dias hat wunderbar funktioniert. Und der Morpher kann im Grunde genommen nichts, außer die Fähigkeiten seiner Gegner zu stehlen. Und während hier kurzzeitig die Frames eingebrochen sind, was uns jetzt aber nicht großartig stören soll, der Typ hat schon ein Steinschwert, das bedeutet, er ist irgendwie Jäger, oder? Erstmal holen wir uns jetzt hier ein bisschen Holz. Wir haben auch schon ein bisschen Rüstung. Ja, okay, man startet auch mit so ein paar Sachen. Das war gerade ein bisschen selten dämlich, da irgendwie direkt neben dem Wasserlauf irgendwas abzubauen. So, komm schon. Und wie gesagt, wenn wir jemanden killen, dann haben wir seine Fähigkeiten. Das kann gut sein, allerdings auch ein bisschen schlecht. Ich meine, wenn man dann so ein, ja in Anführungszeichen, schlechtes Kit erwischt, was man da killt, dann ist es natürlich nicht ganz so fruchtig. So, zack, ich knacke. Jetzt haben wir erstmal, ich hole mir hier komplett die Sticks raus. Zack, 30 Sekunden haben wir noch. Alles kein Problem. So, zack, ich knacke. Ist natürlich jetzt auch auffällig dadurch, dass wir hier diese gelben Lederrüstungen haben. Da wissen natürlich sofort alle, okay, das ist ein Morpher, der kann im Grunde genommen nichts. Es sei denn, er hat schon jemanden gekillt, so 15 Sekunden. Au, stimmt, deshalb bin ich hier eigentlich geblieben, weil man ein paar Tiere töten konnte. So, jetzt müssen wir hier natürlich gleich aufpassen. Wow, 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 ich gehe erstmal weg. Lass die sich da ruhig erstmal ein bisschen prügeln. Jetzt muss ich allerdings mal gucken. Okay, die kloppen sich. Aber hier links war doch nur einer. Jawohl, 43 Blöcke. Da gehen wir mal direkt ran. Das ist nicht weit weg. Der ist bestimmt auch noch am Craften. Oh, warte mal, ich hole mir mal da oben so ein Speed-Ding. Zack, 27 Blöcke. Oh, wir sind jetzt richtig schnell. Wir sind schnell unterwegs und der ist irgendwo links. Verdammt, wieso bin ich hier runtergelaufen? Das war jetzt nicht so smart. Vorne läuft er die ganze Zeit oder was macht er? Ja, muss er jetzt ins 55 Blöcke. Das könnte auch ganz gut ein Känguru sein. Ich guck da oben mal. Gute Items. Oh, komm, da vorne ist er. Läuft er weg? Wird er verfolgt? Jo, der wird verfolgt. Dann kommen wir natürlich. Von der Side of Life. Side of Life. Jawohl, haben wir beide weggesnackt. Wunderbar. Jetzt müssen wir selber kurz mal aufpassen. Ja, die sind noch weit weg. Haben jetzt leider nicht ganz so viel zu essen. Aber egal. Wow, was habe ich überhaupt für ein Kit bekommen? Das habe ich überhaupt nicht nachgeguckt. Kann ich irgendwie Doppelsprung? Nee. Wahrscheinlich bin ich einfach der... Ja, stimmt. Ich habe als letztes den Barbar gekillt. Der kann ja natürlich nichts. 76. Ich muss mich erstmal in Sicherheit bringen. Ich weiß, hier sind ganz, ganz viele Kisten. Das ist auch alles ganz, ganz toll. Der ist schnell. 55 Blöcke. 61, okay. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt alles so habe. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt mal ein paar Leggings holen. Wollte ich gerade sagen. Nee, oh Gott! Wow, 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 wow. Chill mal deine Basis, Bro. Jawohl, und das ist da direkt down. Und dann kommt erstmal der kleine Rind an die Reihe. Und du auch nochmal. Der hat uns aber ganz gut überrascht. Das muss ich ja mal zugeben. So, erstmal hier. Einmal Iron. Wo ist der andere? 73. Könnten Kopfteil. Wir haben ganz, ganz viel Gold. Okay. Wow. Alter, wo bin ich? Hilfe. Wie bin ich denn... Wer hat denn hier gemacht? Sich versteckt? Ist ja unglaublich. Wir haben jetzt leider auch kein Holz mehr, um uns ein Crafting Table zu machen. 72. Okay, kein Problem. Es war natürlich jetzt ein bisschen problematisch, dass wir den... Obwohl, wir haben doch gerade noch irgendwas anderes getötet. Warte mal, was sind wir jetzt? Ah, jetzt sind wir das Kit Jäger. Okay, das sind natürlich dann die Schattenseiten von diesem Kit. 53 Blöcke in die Richtung. Also das bedeutet, wir müssen den eigentlich schon fast sehen. Ich beeile mich mal, falls er jetzt gleich direkt an uns dran ist. So, zack. Ja, der ist ganz weit weg. Alles cool, Leute. Wir können uns ein bisschen relaxen. Stretcher euch auch erstmal ein bisschen zu Hause. Ein bisschen, So, eigentlich sollten wir keine Zeit vertrödeln. Sagen wir es einfach mal so. Mir ist der richtige Begriff jetzt gerade nicht eingefallen. So, ein schönes Kopfteil hier. Dankeschön. Irgendjemand in der Nähe? Nee, alles noch. Guck mal, da haben wir richtig, Zeit hier. Jetzt geben wir erstmal das hier und noch mal ein paar Golden Boots. Und falls ich heute noch mehr Krimskrams laber als sonst, liegt das einfach daran, dass ich irgendwie schon wieder, das war irgendwie diese Woche, es ist irgendwie verhext, ziemliche Kopfschmerzen habe. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Ich trinke auch genügend Wasser. Pff, keine Ahnung. Kein Plan.
Der sieht gut equipped aus. Ist ein Bomber? Nee, ist kein Bomber. Komm her. Na, komm her, du kleiner Splasher. Sign of life, jawoll. Bam. Den haben wir gut gesnackt. Müssen wir gucken, dass wir jetzt hier wieder unser Fleisch holen. Ach genau, und bevor ich jetzt gleich wieder zu Tode geflamed... da vorne ist einer. Zu Tode geflamed werde. Obwohl, der hat doch kaum was. Den müssten wir eigentlich kriegen. Schön weggekombot. Der hat da ein paar Eisenschüchen. Die holen wir uns jetzt mal auf jeden Fall. Hier mal diesen ganzen Lederkram wegwerfen. Zack. Okay, wunderbarski. Da muss ich jetzt mal gucken. Immer noch 73 Blöcke. Könnten uns Diamantboots, wow, craften. 17 Blöcke. Hinter uns? Oh Gott. Jawohl, schön. Oh, was für eine gute Kombo. Alter Schwede. Die war nicht schlecht. Jetzt haben wir natürlich... Ja, ich hätte hier einen Bogen. Ah, das hat er gut gemacht. Oh, und dann war's das mit ihm. Bam. Okay, jetzt holen wir uns von ihm. Wir können uns so geile Sachen craften. Das ist richtig nice. Ich muss jetzt nur aufpassen. Warte. 71. Okay, das ist gut. Puh, das läuft gut, Leute. Das läuft gut. Zack. Erstmal eine Tierhose. Und dann hat er doch hier sowieso... Obwohl, ich nehme einfach das Eisen. Zack, was soll's. Boing, boing, boing. Was für ein Kit haben wir jetzt eigentlich bekommen? Das würde mich mal brennend interessieren. So, warte mal. Alles nehmen. Jetzt müssen wir... Ach toll, wieder das Kit-Barbar. Was ist denn hier los? Überall nur Barbaren unterwegs. Gehen wir mal ran. Ich werde jetzt mal das hier, also den guten alten Bogen... Oh, da kommt... Oh, das ist ein Känguru. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist echt nicht so schmacker. Oh, wir... Hä? Achso, er hat das auf uns geworfen. Oder? Wow, ich habe mich gerade selber abgeschossen. Auch nicht schlecht. Nee, wir wurden doch... Nee, doch keinen Switcher geworfen. Ich guck jetzt nochmal hier in die Truhen. Obwohl, ich bin eigentlich gut equipped. Eigentlich bin ich gut drauf. Eigentlich. Zwei schöne Treffer. Kommt der dritte? Nee. Jetzt müssen wir tänzeln. Tänzeln. Na komm, komm noch. Oh Gott, Leute. Alter Schwede, da war ich gerade richtig angespannt. Weil er hat gut getroffen. Wirklich sehr, sehr gut. Auch mit der Bogen-Action-Schmaction. Jetzt erstmal weg hier. Oh Gott, nur noch ein Gegner. Das wäre echt nice, wenn wir das jetzt packen. Das wäre echt toll, denn meine Kopfschmerzen bringen mich um. Aber ich wollte halt nochmal euch das neue Kit präsentieren in den Livestreams. Wird es auch immer so oft gefordert, dass ich eine Runde Endergame spielen soll, euch die verschiedenen Kits zeigen soll. Zumal ja Simon sowieso auch immer, das kann ich euch auch nur empfehlen, weil Simon sehr, sehr gut im PvP ist und da auch immer schöne Gameplays zeigt. Oh Gott, geswitcht. Da auf jeden Fall mal reinzuschauen, weil ich werde jetzt hier in Videoform nicht jedes Kit vorstellen. Einfach immer welche, die mir ganz interessant vorkommen, die ich auch noch nicht so oft gespielt habe, weil den Morpher habe ich, glaube ich, ein einziges Mal im Livestream gezockt. Können nochmal gucken. Wir können natürlich versuchen, unsere Sachen nochmal zu verzaubern. Aber dazu bräuchten wir auch ein Crafting Table, einen Verzauberungstisch. So, jetzt laufen wir echt mal dahin. Komm schon. Vielleicht kriegen wir ihn. Vielleicht kriegen wir ihn nicht. Aber es war trotzdem eine schmackhafte Runde. Da waren auf jeden Fall ein paar geile Fights dabei. Aber ich will das Ganze jetzt einfach... Ich will jetzt ein Ende. Wir laufen da jetzt einfach hin. Zielstrebig. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Känguru oder so sein wird. Ich esse nochmal schnell was. Was haben wir denn jetzt nochmal für ein Kit? Sind wir nicht sogar ein Känguru? Nee. Mann, jetzt hätte ich natürlich nochmal gerne gewusst, was ich überhaupt bin. Aber egal, da vorne ist er. Oh Gott, ist es Full Dia. Aber ich glaube, er passt nicht auf. Jawohl, und da haben wir ihn gesnackt. Wunderbar, da hat er nicht aufgepasst. Da hätte er mal das neue Kit, den Tracker nehmen sollen. Aber hat er nicht. Und damit haben wir die Runde gewonnen. Oh Mann, jawohl, Leute. Bam. Ja, das war's mit dem Morpher. Ich glaube, das war eine ganz gute, schmackhafte Runde. Und wenn ihr ebenfalls der Meinung seid, dann lasst eine kleine Bewertung da. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Ferien, schönes Wochenende. Und ja, haut rein, Leute. Ciao, ciao.